Willkommen, verehrtes Publikum, zu Unscharf und Schlecht Beleuchtet. Wie ich ja schon in der Vorschau gezeigt habe, ist das wichtigste Projekt die E30 oder EP202 von Westmodell. Die Bauanleitung ist nicht besonders umfangreich. Es gibt hier halt eine Explosionsdarstellung und hier drüben noch die Montage des Fahrwerks. Im Grunde braucht man das nicht. Vielleicht nur für irgendwelche Details, dass man schneller erkennt, wo welches Teil hingehört. So, und man erkennt auch an dem Bausatz, dass der schon etwas älter ist. Denn es gibt hier noch ein paar Teile wie hier und hier, die zum Beispiel, wie auch die Vorläufer, die stammen noch aus dem Bausatz, wo man auf Märklin-Basis irgendwas umgestrickt hat. Also das kann ich erstmal beiseite. Der Rahmen ist wie üblich bei Westmodell gestaltet. Man hat also hier diesen geätzten Rahmen. Ich muss dann hier nochmal mit einer Dreikantfeile rein, weil das durchs Ätzen die Faltungen sind nicht perfekt geworden. Also das muss man in allen Teilen machen, damit man die vernünftig abwinkeln kann. Man sieht es ja, wenn ich hier so hängen bleibe, dass da vom Ätzen halt irgendwelche Fehler drin sind. So, den gehe ich nochmal mit einer Vierkantfeile durch, dass ich eben den nötigen Rahmen habe. So, hier sind die Vorläufer mit bei. Den werde ich nicht brauchen. Das ist der Rahmen für die Adamsachse. Man sieht es ja hier nochmal. Die ist ja nachgerüstet. Diese Adamsachse, ursprünglich ging ja die Lok nur bis hier und sollte eine 1C-Maschine sein, aber als dann die Forderung kam, dass die Züge mit Dampf zu heizen sind, da war dann dieser Rahmenanschuhung war dann notwendig. Okay, und bei dem Rahmen, man sieht es ja, hier sind wieder die üblichen Getriebe, Quatsch, die übrigen Lager müssen hier eingeklipst werden. Damit will ich mich gar nicht beschäftigen, weil das alles so ungenau ist und die Maschine soll ja vernünftig laufen. Also ich werde hier, und das ist gut möglich, das U-Profil wieder in den Rahmen einsetzen. Und ich muss auch diesen Rahmenausschnitt, den muss ich schließen, weil ich die Adamsachse eben als Adamsachse gestalten werde. Wird gefedert sein und hat nur Seitenspiel und muss nicht ausschwenken. Und dann habe ich mir schon mal die Räder angeguckt. Die sind 0,3 mm zu klein. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich deshalb einen Aufstand mache oder ob ich das erdulde. Noch ein weiteres Problem sind natürlich immer wieder diese gegossenen Teile. Hier ist also schon mal aufgesetzt eine der Blindwellen. Mal gucken, wo ich Schrauben habe. Die ist also gegossen. Ah ja, hier habe ich was Schönes. So, und wenn ich jetzt hier mal was reinschraube und das da mal laufen lasse, man sieht also, wie das Ganze torkelt. Gut, nun könnte man sagen, naja, die Stange liegt ja hier, ist ja nicht allzu viel Abstand, da könnte das funktionieren, ja. Aber trotzdem, ich lasse mich da auch nicht ein, ich habe damit zu schlechte Erfahrungen gemacht. Und weshalb ich dann das wieder nach meinem eigenen Gusto gestalten werde. Ich werde die Stangen nicht zum Antrieb benutzen, sondern meine Räder, wie auch die Blindwelle, wie ich schon immer mache, mit Zahnrädern antrieben. So. Und dann sind die Stangen sind dann nur noch Dekoration. Da muss ich mal gucken, ob ich die Stangen auf die erste und die letzte Achse hänge. Oder vielmehr hier auf die erste und die letzte. Also so rum. Oder ob ich sie vielleicht so oder so mache. Also da werde ich mir auch neue Zapfen machen. Und schnell noch die Stangen rausholen.
diese riesigen Löcher, die sind natürlich für diese Märklin-Schraube gebaut. Und ich denke mal, ich werde das irgendwie verkleinern. Vielleicht da einen Zapfen reinlöten und das eher nur auf die Art und Weise machen, weil das gefällt mir nicht. Okay, jetzt habe ich schon wieder über 5 Minuten geredet, ohne einen Fehler zu machen. Gut. Jetzt also, ich habe mal eine kurze Kontrolle. Das sind jetzt Teile des Bremsapparates. Das ist immer aus den Zeichnungen nicht so genau zu erkennen, wie die gebaut werden müssen. Die Bremsen kommen ja denn hier so rein, was diese Stange hier unten für eine Aufgabe hat. Ist diese Ätzplatine überhaupt zu sehen? Ja, doch, die ist... Die kommt dahinter, ja. Also, ich habe ja ein Innenspurmaß. Und ich möchte nicht, dass meine... Mal schnell einen Radsatz holen. Dass die so hin und her schlackern. Das ist jetzt unnötig. Und das hier überhaupt für einen Radsatz. Und eine Rocco-Maschine. So. Und ich will jetzt auch nicht wieder irgendwelche Hülsen zwischenmachen, weil dann sieht der Rahmen so schmal aus. Ich muss mal überlegen, ob ich nicht eventuell so die Seitenteile von dem Rahmen abschneide und den Rahmen insgesamt verbreitere. Oder ob ich, wenn ich das hier eingesetzt habe, die Lager, die hier reinkommen. Ich werde mal eins rauskramen aus der Kiste mit, ne, da sind die Pufferbohlen drin. Hier ist eine Kiste mit den ganzen Gussteilen oder eine Tüte mit den ganzen Gussteilen. Mal eins der Teile rausnehmen. Der Plan ist ja eigentlich, man sieht es ja hier mit dem Schlitz, die einfach so reinschieben und klick sollen sie festhalten. Und so baute Westmodell damals. Sicher für die Montage ist es angenehm, weil es dann sehr schnell geht. Aber die Dinger sitzen dann locker und in jede Richtung und können natürlich dann Ungenauigkeiten im Gestänge ausgleichen, aber entsprechend laufen die Loks auch. Das ist nicht so schön. Weshalb ich also diese Lager nicht verwende. Und wenn ich sie verwendet habe, habe ich sie eingelötet. Aber die Genauigkeit lässt ja immer noch zu wünschen übrig. So, es kann sein, also ich habe jetzt hier eine Dicke von 0,4, dass ich vielleicht die Lager hier einsetze, sodass ich noch ein bisschen breiter gewinne, dass der Radsatz nicht so hin und her schlackert. Würde dann aber die Bohrung dann auch auf 2,5 oder so aufmachen, damit also die Radsatzachse, dass die keinen Kontakt hat und dann vielleicht gebremst wird oder ähnliches. Gut, und wie läuft meine Nase ein bisschen? Ist auch nicht besonders warm hier oben. So, das Gehäuse werde ich erstmal zum Schluss bauen. Hier muss ich auch nochmal nachbiegen. Also wenn man hier so anfasst, man merkt schon, dass das so, naja, so auf die Schnelle, so zack, bumm, oder vor mir Bogen, eingepackt, erledigt. Aber naja, ich bin ja recht anspruchsvoll und die Maschine soll ja bei mir dann eben in Kloppenburg fahren. So, diese Teile, da sind die Vorläufer dran angelötet. Die werden hier irgendwo eingelötet und dann kommen die Vorlaufgestelle ran. Das kann ich benutzen, das hatte ich ja schon gesagt. Das fliegt raus, das brauche ich nicht. Und hier muss das zugelötet werden. Gut, dann wird es eigentlich Zeit, mich jetzt mal mit dem Ablenken auseinanderzusetzen. Ich sag mal, das brauche ich alles nicht. Also ich kann von hier bis etwa hier kann der Rahmen gefertigt werden. Und ja, abschneiden. Und dann geht's los. Abgelenkt und auf den Tellerschleifer nochmal in Form gebracht.
So. Ich habe es jetzt hier über den Ausschnitt gezogen, damit ich den besser ausfüttern kann. Ja, und jetzt muss ich mir Gedanken wegen der Zahnräder machen. Und ich weiß, dass ich den kleinen Faulhabermotor, der hier drin war, den habe ich damals getauscht gegen den anderen. Ich muss also ohnehin hier was Größeres einbauen und dabei natürlich jetzt noch die Gehäuseform bedenken, dass ich dann eben nicht mit dem ganzen Kladderadatsch hier in die Richtung komme, wo es schmaler wird und vielleicht der Führerstand noch zugesetzt wird. Also der Motor, der Getriebeturm sollte eher hier hin und der Motor in diese Richtung. Getauscht habe ich damals mit diesen Motoren, davon habe ich zwei. Hier sind ja meine von Maxon, die wahrscheinlich ein bisschen leistungsstärker sind. Tja, was ist das jetzt für eine? Muss ich mal gucken. So auf den ersten Blick. Tja. Okay, also der sollte dann kurz abgeschätzt, der könnte sogar noch bis hier reichen, so dass der Turm jetzt zwischen der, noch mal kurz kontrollieren, die Blindwelle ist hinten, also ist das Blindwellenlager und das ist, also könnte ich auf die Blindwelle gehen. Ich habe jetzt mal die ganze Lok gedreht, dass also der Heizkessel zu meiner Rechten liegt. So habe ich erstmal so die Lage angedeutet und hier die Stelle, wo der Getriebeturm hinkommt. Und ja, kann erstmal weg. Motor. Und jetzt kann ich anfangen, die Zahnräder mal zu verteilen und auch gleich mal über die Geschwindigkeiten nachzudenken, also auch ein bisschen rechnen. Aber dazu muss jetzt die Kamera nicht mitlaufen. Ich habe ja meine Gedanken, die ich äußere, schon so oft zum Besten gegeben. Da können wir dieses stundenlange Geschwafel hier und diese ganzen Irrtümer, denen ich dann unterliege, das kann man erstmal hier ganz getrost überspringen. Das Video springt jetzt also zu dem Punkt, wo ich soweit fertig bin. Da ich ja hier einen recht engen Achsstand habe, will ich jetzt hier nicht drei Zahnräder jeweils als Zwischenstufe nehmen oder als Zwischenzahnräder nehmen, sondern nur eins. Und ich nehme davon eins der großen. So, das passt. Und jetzt bin ich am Überlegen, also deshalb zeige ich das jetzt. Ist das jetzt egal, was ich hier für ein Zahnrad reinmache? Nach meiner Überlegung her schon. So rein wie raus. Und hier setzt der Getriebeturm dann an. Da muss ich halt nur noch eine Getriebestufe reinmachen. Und dann läuft's. Also da muss ich nochmal recherchieren, also ob meine Überlegung korrekt ist. Dass es jetzt hier völlig egal ist, welche Größe das Zwischenzahnrad hier hat. Und wenn ja, dann nehme ich hier irgendwas. Naja, vielleicht nicht zwingend das. Was gerade verzahnt ist. Dann knallt das hier irgendwie in die Mitte rein. So. Also das gefällt mir schon ganz gut. Und zum Setzen der Löcher. Das habe ich bestimmt schon mal gezeigt. Aber ich will noch mal erläutern, wie ich das mache. Also hier ist der Heizkessel drinne. Deshalb bleibt das Teil hier auch liegen, damit ich mich nicht dann irgendwann mal vom Weg verlaufe. Und
das hier ist die Blindwelle und von der Blindwelle geht das also schräg nach vorne. Hervorragend. Das heißt also, diese Stange wird es hier sein. So. Und ich benutze jetzt zum Gewinn des Abstands, benutze ich diese Stange, dass ich also die, naja, nicht als Bohrschablone benutze, aber ich werde die dann aufsetzen, vielleicht mit einem Sekundenkleber hier anheften. Und dann fahre ich mit dem Kreuztisch, nachdem ich dann die Höhe habe, ganz exakt hin und gucke dann und peile und dann setze ich hier meine Löcher, sodass die Stange eben passt. Klingt ganz einfach, kostet aber einen Haufen Zeit. So, und jetzt gucke ich erstmal, ob meine Überlegung richtig ist. Also werde mal Dr. Google fragen. Also ich bin der Meinung, das passt. Das kann, ist egal, was ich für Zahnrad reinmache, da die Geschwindigkeit rein wie raus ist. Es wird eben nur, weil es kleiner ist, mit der höheren Drehzahl laufen. Das ist also jetzt meine Überlegung. Wahrscheinlich irre ich mich, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders groß. Gut, dann fange ich mal an, das Bohren vorzubereiten. Und zu diesem Zweck werde ich es erstmal das ganze Teil hier befreien, verputzen und dann mal abwinkeln. Ohne Hilfsmittel ist das Biegen immer ein bisschen schwierig, weil dieser Ausschnitt für den originalen Getriebeblock immer nicht so richtig mitkommt. Das muss man nachträglich noch machen, aber grundsätzlich ist das Biegen jetzt überhaupt kein Problem. Nachdem ich nochmal die Falz nachgemacht habe, also auf einem glatten Tisch mit einem Hilfsmaterial, also mit dem Vierkant, funktioniert es ganz gut. So, jetzt ist es fast 100% rechtwinklig. Ich habe jetzt noch so einen Messingrahmen hier reingelegt, um dann eben das richtig genau hinzubekommen. So, und was hier unten liegt, das kommt ja dann hier so rein. Und jetzt sehe ich, dass mein Messingrahmen ein bisschen weit nach unten ragt. Das heißt also, ich muss mein ganzes Teil unten noch ein bisschen abfräsen. Also, das werde ich jetzt als nächstes machen. Und jetzt also diesen Rahmen, dieses Rahmenteil, nicht verwechseln. Das kommt jetzt hier so rein. So, dass die Öffnung hier nicht verschlossen werden. Also ein Stückchen nach vorne noch. So. Ja, und jetzt kann ich hier die Höhe ankörnen für den ersten Radsatz und die restlichen ergeben sich dann aus der Kuppelstange. Und ist mein Kopf nicht die ganze Zeit so hier im Bild. Also das ist jetzt die nächste Sache, die Höhe nochmal hier anzeichne, wo kann ich hier noch was wegfräsen, das zeichne ich jetzt sauber an. Spann das dann unten ein und dann gehe ich mit dem Kreuztisch hier halt nochmal rüber, setze jetzt die Bohrungen und dann kommt doch der ganze Zahnrad-Unsinn dazu. Gut, genug der Erklärung und wenn das dann drinne ist, also hier jetzt in dem Rahmen, mal gucken, habe ich jetzt schon wieder mein Lager da schon wieder reingemacht. Ja, das sieht eigentlich recht einfach aus, ist aber leider noch ein bisschen zeitaufwendig. So, hier ist ja jetzt eins der Achslager.
Und dann kann ich mit überlegen, ob ich die jetzt hier, ich schneide oben den Haken natürlich ab, ob ich die jetzt hier oder wie weit ich die reinmache. Also dann muss ich eventuell auch noch einen Teil der Kante wegschleifen, so dass die eben hier drauf liegen. So, und dann habe ich auch gleich einen Anschlag für die Federpakete. Das mache ich dann alles in einem Rutsch. Und wenn das dann drin ist, mal gucken, ob ich hier noch die Rahmenöffnung freilege. Kann ich vielleicht auch noch machen. Obwohl ich nicht weiß, warum das hier geschlossen ist und das ist offen. Wo ist der originale? Jetzt rede ich doch wieder nur. Oder ich rede jetzt, erzähle ich doch wieder, was ich denke, was ich ja nicht so wollte. Ja, also das war ja so. So war das ja jetzt gedacht. Also ich kann den Turm ruhig ein bisschen nach hinten rücken. Und hier werde ich aus einer alten Leiterplatte eben 0,4er Stück rausschneiden, das hier zurecht machen und dann einlöten. Und wenn der ganze Quatsch dann steht, dann nehme ich das Getriebe noch mal auseinander. Ich muss ja auch noch hier oben die Öffnung für den Getriebeturm reinfräsen. Vielleicht überlege ich es mir noch und mache den. Nee, eher nicht. Eher nicht, denn ich will ja nicht, dass der Motor im Führerstand liegt. Also es bleibt dabei so rum und muss dann halt für den Getriebeturm hier oben neu auffräsen. Aber das ist ja jetzt nicht das Problem. Okay. Ich werde das erst erstmal alles bauen. Ich hoffe, dass ich nicht nur irgendwelche Gedanken habe, die ich jetzt nochmal kurz äußern muss. Also das wird erstmal jetzt passieren. Wie immer, wenn ich auf Schwierigkeiten stoßen. Das sind jetzt die Achsen. Die haben 17 Zähne, dann ist das Zwischenzahnrad mit 29 Zähnen. Und hier habe ich 10 zu. Guck mal, Rechnung guckt 10 zu 24. So, also hier habe ich ein Übersetzungsverhältnis von der Schnecke von 24 und hier habe ich ein Verhältnis von 1 zu 7. Und wenn ich das kombiniere, komme ich auf 1 zu 40. Und laut der Internetseite, die ich schon mal genannt hatte, diese Saishino.de, da brauche ich 1 zu 47. Es geht also noch. Liege ich ziemlich nah dran. Das Problem aber ist jetzt, ich habe keine passende Schnecke, weil dieses Zahnrad hier oben, das hat ein 0,4er Modul und die einzige 0,4er Schnecke, die ich habe, hat eine 2,0er Achse. Aber meine Schnecke oder hier die Welle hat 1,5. Hat der schlesische Gebirgswanderer damals hier gedreht für die Fleischmannschnecken. Scheiße. Also muss ich wohl erst noch eine Hülse bauen. Da ist gar kein Bock drauf. Ich werde das jetzt noch mal mit diesem Zahnrad rechnen, welches schreckliche Verhältnis ich dann rausbekomme. Das ist ja eigentlich mein Standardzahnrad für solche Getriebe. Und hier habe ich halt auch eine 0,5er Schneckenzahnung. So, dann werde ich erst mal rechnen. Wenn ich dann das Zahnrad verwenden würde, hätte ich ein Übersetzungsverhältnis von 1 zu 16. Das reicht bei weitem nicht 1 zu 17. Da müsste ich das also komplett nochmal gedanklich ändern. Also bleibe ich lieber bei diesem Zahnrad hier oder bei dieser Schnecke und gucke mal, ob ich entweder einen anderen Motor nehme oder eben hier mir eine Hülse drehe von 1,5 auf 2,0. Ich habe nur ja keinen Bock drauf. Jetzt war ich also unten und habe die Zahnräder gesetzt. So. Und jetzt muss ich noch den Platz des Getriebeturms. Festmachen.
Okay. Oh, bin ich wieder außer Atem. Man wird halt alt. So. Der wird also jetzt aufgelötet. Und dann habe ich es fast. Also ich setze ihn jetzt so auf, dass ich den nicht hinten auch noch aufarbeiten muss. Also da sitzt die Bohrung wahrscheinlich wieder genau auf der Naht, was jetzt nicht so klasse ist, aber naja, irgendwas ist ja immer. So. Nehme ich mal an, etwa hier muss er hin. So, der erste Versuch ist erstmal anscheinend gelungen. Jetzt muss ich noch ein bisschen Feinarbeiten machen an dem ganzen Zeug. Ich habe auch, worauf ich gar keine Lust hatte, also eine Hülse gemacht. Also erst was gedreht, dann in die Schnecke reingemacht. Und naja, der passt nicht hundertprozentig, also hat wahrscheinlich auch ein bisschen Unwucht. Zum Glück ist es bei einer Schnecke jetzt nicht so dramatisch. Das muss ich also mal ausprobieren. Es ist also getan. Der Getrieberahmen ist erstmal soweit fertig. Jetzt sind noch ein paar Feinheiten zu machen. Ich muss also gucken, ob die Zahnräder alle sauber vorbeipassen und ob es noch irgendwelche anderen Probleme gibt. Wie zum Beispiel bei diesem Zwischenzahnrad. Da muss ich offensichtlich das erstmal besser festhalten. Und hier noch ein Stück wegschneiden, also bis zu dieser Öffnung. Ja, das ist ja alles kein Problem. Und wenn das dann erledigt ist, naja, dann muss ich mal über die Lager nachdenken. Oh, weil die Federn zu haben, wäre ja ganz nett. Also dann werden die bearbeitet und hier reingelötet oder reingeklebt. Das muss ich mal sehen. So, ich habe mich ja nun straff an die Kuppelstangen gehalten. Und nochmal kurzen Kontrollblick werfen. Also, ey, da hätte ich mir sowas von ein Ei gelegt, weil diese Öffnung, man sieht es ja, man hier ist guckt. Die sind jetzt genau nach Stange gebohrt und wie das hier wegläuft. Da hätte ich also wie ein riesen Theater gehabt. Meine Güte, eigentlich, dass ich es nicht versucht habe. Ja, das passt auch. Und hier sieht es ein bisschen anders aus. Also das übliche Thema, die Ätzungen sind halt nicht so genau. Okay, jetzt kommen also die ganzen Fein- und Kleinarbeiten. Und damit geht es dann weiter. Jetzt habe ich etwas, was ich mal das Modell-Loco-Problem nenne. Es wäre schön, wenn ich jetzt also die ganzen Achslager einlöten kann und dann die ganze Sache lackieren. Aber wenn ich jetzt meinem Herzenswunsch nachgebe, also den Außenrahmen auf meinen Getrieberahmen zu löten, das wird ja schön massiv. Vor allem sitzt es dann auch gerade, denn ich habe hier mitunter jetzt beim Zusammenbauen und wieder auseinandernehmen, um hier noch Kleinigkeiten zu feilen. Da sitzt dann manchmal der Innenrahmen nicht sauber auf dem Außenrahmen und dann würde die ganze Lok schief hängen. Dann muss ich hier wieder ausgleichen. Und das kann man ja alles vermeiden, indem man das vorher sauber verlötet. Wenn ich das aber mache, das vorher also verlöte, dann müssen auch die Zwischenbolzen rein. Das sind ja drei Stück. Es sei denn, ich öffne jetzt hier den Rahmen und sorge dann da nochmal für einen Eingang. Also irgendein Tod muss ich jetzt sterben und irgendwas muss ich jetzt anfangen.
wenn ich hier jetzt vorwärts kommen will. Denn wenn ich die Zahnräder drin habe und sollte das dann lackieren, das funktioniert dann nicht. Die andere Möglichkeit wäre, erst den Rahmen zu lackieren und dann aufzustülpen und dann eben zu verkleben. Und dann, ja, würden sich die ganzen, also die ganzen, die drei Achsen innerhalb des Außenrahmens bewegen. Das habe ich ja bei der EG 505, also der E70, habe ich das schon so gebaut. Ja, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Also wahrscheinlich das Öffnen wäre das Einfachste. Dann sieht man da die hier ja nicht. Da ist auch nicht so schlimm. Die einzige Achse, die man dann sehen würde, wäre die, die hier sitzt. Außer sich trefft das Loch ganz genau. Das ist also so eine Sache. Naja, solange ich da mir nicht einig bin, vielleicht muss ich mal in der Nacht drüber schlafen, kann ich ja schon mal diese Platte jetzt hier anfertigen. Die kann ich ja direkt auflöten und muss ich nur noch mal vorher gucken, dass die, dass der Innenrahmen ordentlich sitzt. Also man sieht es ja, dass Kuppelstangen und Rahmen aus dem unterschiedlichen, ja, aus den unterschiedlichen Chasse stammen. Vielleicht so, dass sie im Inneren wenigstens sitzen. Ja. Gut, dann werde ich mal die Dinger anfertigen. Habe ich geschlossen. Und wieder was vergessen. Ist ja ganz nett, den Bereich hier zu verschließen. Hier muss ich noch was. Entweder Zinn drin kleckern oder mit Spachtel arbeiten. Wahrscheinlich eher mit Zinn. Hier ist es gut geworden. Ich habe das Achslager vergessen. Das Achslager für den Vorläufer. Das ist jetzt hier von Gützold uralt. Das ist ein 850er eigentlich. Hier gehört ein 1000er rein. Der liegt wahrscheinlich hier. Also jetzt muss ich hier noch ein Achslager bauen, eine Halterung. Wie ich mit dann Rohr nehme und das dann seitlich verschwenken lasse. Das weiß ich noch nicht genau. Und das ist schon mal wieder sehr interessant. Ja, überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich doch noch die Lagerung brauche. Naja. Jetzt also der Sachstand am Ende des ersten Tages. Ich habe jetzt noch die kleinen Spalten mit Spachtel verschlossen, nachdem ich mit Zinn das nicht hundertprozentig erreicht habe. Und ich sollte dann auch dringend mal das Getriebe zusammenbauen und probieren, ob es überhaupt läuft. Hier sind noch verschiedene Grate dran und ob der Abstand der Zahnräder auch wirklich hundertprozentig stimmt. Und ja, bevor ich also dann das alles zusammenbaue und lackiert habe und dann anfange zu fummeln. Den Fehler mache ich auch gerne. Also auf diese Art und Weise. Und über die Motorhalterung, naja, da kann ich mir dann auch später nochmal Gedanken machen. Das wird ja dann hier nochmal so eine Schale sein, wie man sie von mir kennt. Gut, das war jetzt ein ganzer Tag Arbeit. Und damit sollte dann dieser erste Teil von der E30 EP202 soweit erledigt sein. Ich denke mal, ich habe eine halbe Stunde Material, vielleicht sogar mehr. Und ich werde dranbleiben jetzt. Wenn ich nicht auf irgendein Problem stoße, was ich nicht lösen kann, weil ich keinen Dachhaken habe oder irgend sowas, das kann natürlich sich dann noch anders entwickeln. Aber grundsätzlich, wie ich sagte, Mai steht vor der Tür. Ich habe da nur noch 4,5 Monate Zeit. Also, ja. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Bis dahin, verehrtes Publikum.